Gut, dann wollen wir noch unser Auge texturieren. Wir entscheiden uns jetzt hier in Cinema 4D für die schnelle Variante, indem wir kein UV-Mapping für unseren Augapfel machen. Und diese schnelle Variante hat eben auch noch einen Vorteil, den ich gleich erklären werde. Dazu erstellen wir uns hier ein neues Material und nennen dieses in Augapfel um. Und in diesem Material können wir hier die Farbe etwas höher einstellen auf 85%, sodass wir ein helleres Weiß hier hereinkriegen und nicht so viel Grau drin ist. Und im Reflektivitätskanal laden wir uns einen GGX-Layer rein, den wir so auf 2% einstellen, dass wir eine leichte Spiegelung im Weiß unseres Auges haben und ziehen dieses Weiß auf unseren Augapfel drauf. Und wir sehen jetzt erstmal noch gar nichts. Das liegt eben daran, dass wir hier unter Optionen Texturen ausgeschaltet haben und wir diese Option wieder aktivieren müssen. Und schon sehen wir unsere Texturen wieder in unserer 3D-Ansicht. Jetzt brauchen wir noch unsere Linse für das Auge. Dazu erstellen wir uns ein neues Material und hier wird auch schon der Vorteil sichtbar, indem wir unsere Linse auf dem separaten Material haben und unser Weiß des Auges auf dem separaten Material haben, können wir mit diesen unterschiedlich spielen und diese unterschiedlich einstellen, was hier eben ein Vorteil sein kann. Im Material der Linse laden wir uns im Farbkanal unsere vorbereitete Linse rein. Das ist ein PNG-Bild. Und wenn wir hier einen Rechtsklick auf unser Vorschaufenster machen, das einmal auf Ebene einstellen, sehen wir, dass unsere Linse noch nicht freigestellt ist. Das wollen wir einmal machen, indem wir hier unseren Alpha-Kanal aktivieren und uns hier unter Textur das gleiche Bild nochmal hereinladen und hier das auf Invertieren stellen und weich herausnehmen. Und wir sehen, dass unsere Linse sauber freigestellt wurde. Gut, im Reflektivitätskanal laden wir uns hier wieder ein GGX-Layer rein und stellen diesen schon mal so auf 10, 11, 12% ein von der Spiegelung her. Gut, dann können wir unsere Linse auf unser Auge ziehen. Dazu brauchen wir eine Polygonselektion. Wir schauen uns das einmal an und wir sehen, dass ich diese hier schon mal vorbereitet habe. Also nur den vorderen Bereich, der auch wirklich sichtbar ist von unserem Auge. Und hier ziehen wir einfach unsere Linse drauf. Und hier brauchen wir ein Flächenmapping. Wir haben unser Texturtag ausgewählt, das Mesh. Und können jetzt hier in den Textur-Bearbeiten-Modus gehen und müssen uns hier noch die Achse mit anhaken, damit wir unsere Textur auch richtig skalieren können. Wir drehen das einmal jetzt hier herunter und richten unser Gizmo schön auf unseren Augapfel aus. Und wir drehen natürlich unser Gizmo so hin, dass unsere Linse sehr sauber hier drauf projiziert wird. Das sieht jetzt erstmal noch ein bisschen creepy aus. Wir haben mehrere Linsen auf dem Auge, ist aber kein Problem. Wir schalten uns hier einfach Kacheln ab. Kacheln bedeutet, dass unsere Textur immer wieder neu erweitert wird und wir brauchen aber unsere Textur jetzt nur einmal. Deshalb haken wir das ab und unsere Linse ist alleine auf unserem Auge drauf. Gut, das sieht schon mal sehr schön aus. Wir können unsere Linse vielleicht noch etwas größer skalieren. So ungefähr, dann passt das auch soweit. Und jetzt, wenn wir unseren Augapfel einmal drehen, sehen wir, dass unsere Linse hier sich verschiebt. Und das liegt eben an der Projektion daran, dass sich die Projektion nicht korrekt mit dem Ganzen mitdreht. Und wir müssen jetzt hier einfach unsere Textur fixieren, indem wir einen Rechtsklick auf unseren Augapfel machen und unter Cinema 4D Tags einen Texturfixierungstag auswählen und unsere Textur ist jetzt hier drauf fixiert. Wir müssen unsere Textur nochmal etwas nachträglich justieren, so dass wir hier unsere Linse wieder sauber auf unserem Auge
drauf haben. Okay, so können wir es lassen. Wenn wir jetzt unseren Augapfel drehen, sehen wir, dass unsere Linse immer fest hier drauf stehen bleibt. Und natürlich wird unsere Linse hier ein bisschen von der Deformation des FFD-Deformers verzerrt, macht aber in diesem Fall hier jetzt nicht so viel aus. Okay, dann stellen wir hier natürlich unseren Augapfel wieder auf 0 zurück, dass wir schön alles im Zentrum haben. Und schauen uns jetzt einmal noch unser Augenlid an, indem wir uns das hier hereinholen, indem wir hier die Länge Start etwas herunterdrehen. Wir sehen, dass dieses noch ziemlich langweilig aussieht. Dafür stellen wir einfach ein neues Material, nennen dieses in Augenlid um und geben diesem Material im Farbkanal hier so eine grüne Farbe, ein bisschen dunkler, und ziehen dann diese Farbe hier einfach auf unser Augenlid drauf und das Ganze ist fertig texturiert. Unser Auge ist fertig. Wir sollten hier natürlich wieder alles auf die Standard-Startwerte einstellen, um hier das Ganze sauber rigen zu können. Jetzt müssen wir unser Auge noch einmal spiegeln. Das können wir jetzt nicht einfach so mit einem Symmetrieobjekt machen. Dazu gibt es einfach einen einfachen Trick, indem wir unser Auge hier herausziehen und hier einmal uns die Koordinaten anschauen. Wir sehen, unser Auge steht hier auf der Z-Koordinate, also müssen wir einfach nur unsere Z-Koordinate im negativen Bereich spiegeln und schon ist unser Auge hier perfekt auf der anderen Seite. Allerdings hat es hier jetzt noch falsch gedreht und dazu nehmen wir einfach unseren Augapfel bzw. unseren FFD-Deformer und spiegeln den einmal in der Z-Richtung auch im negativen Bereich und schon haben wir das Ganze sauber gedreht. Unsere Textur ist ja fixiert und deshalb bleibt sie hier wunderbar drauf und wir müssen unsere Textur nicht noch anders hier in den Koordinaten spiegeln. Okay, und unser Augenlid wurde natürlich auch sauber mit übernommen vom FFD-Deformer. Okay, das ist wunderbar. Wir stellen das hier wieder auf 180 zurück und müssen noch dieses Auge in einen Subdivision Surface hereinlegen. Nennen dieses Auge jetzt um in RGHT, das bedeutet rechts, also rechtes Auge, und nennen das noch in IOM. Und das hier nennen wir einfach um in Left Eye. Und unsere beiden Augen sind fertig und wir können diese mit in unser Controller bzw. Rig-System einbauen. Ja, im nächsten Tutorial schauen wir uns dann an, wie wir die Joints in unseren Charakter reinsetzen. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Tutorials und bis dann!